Und am nächsten Tag ist er auf die Langlaufski mit 106-jährig. Und das Herzige war, er ist mit der Tochter gegangen und die war auch schon über 80 gewesen. Und okay. Ich weiss heute noch nicht, wer gestützt hat, aber darum sage Langlauf ist für alle. Allegra, hier ist der Podcast mit gesundem Bündnerverstand präsentiert von ÖKK. Mein Name ist Fabio Ney und schön, seid ihr bei dieser neuen Folge mit dabei, wo wir den Andi Grünenfelder zu Gast haben. Ganz spannende Person, ehemaliger Spitzenlangläufer, Olympiamedaille gewonnen, Bronze in Calgary 1988, 50 Kilometer Rennen war es gewesen. Dann heute Chefarzt vom Engadin Skimarathon und nochmal Chefarzt, und zwar in der Klinik Gut für Anästhesie und Sportmedizin. Allegra, herzlich willkommen. Allegra, herzlichen Dank. Merci vielmals, dürfen wir bei dir da sein. Für alle, die es auf YouTube schauen, ihr habt es gemerkt, das sind also tatsächlich die Patientenzimmer von der Klinik Gut mit wunderschönem Holz hinten dran und Bündner Kunst. So ist es. Ja. Schön. Die Kunst aus dem Bergell. Und das Holz ist aus dem Engadin. Also, so muss das sein. Danke, nimmst du dir Zeit. Wir reden über das Langlaufen, das, was du früher professionell gemacht hast und immer noch ein grosses Herz hast. Dafür, ich habe aber gelesen, du schaffst im Winter 60 bis 90 Stunden, wenn die viele Skiumfälle kommen und Sussumfälle etc. Kommst du überhaupt noch zum Langlaufen? Also jetzt wieder mehr. Ich bin ja Familienvater und habe zwei Töchter. Und wo die jung sind, das wirst du auch noch erleben in der nächsten Zeit. Ja, ist gut. Dann habe ich mich weniger bewegt und mehr mit der Familie gemacht. Und die sind jetzt älter geworden und sind ausgezogen und jetzt habe ich wieder mehr Zeit. Dann gehst du wieder mal auf die Läupe drauf. Was ich im Interview gelesen habe über dich, ist ganz interessant. Du gehst gerne mal mit der Stirnlampe langlaufen. Und das ist ja auch so ein bisschen Trend geworden, aber erst in den letzten Jahren. Was wären so im Engadin für vielleicht spezielle Routen, wo man mal mit der Stirnlampe in der Nacht oder am frühen Morgen gehen könnte? Also es gibt ganz verschiedene Keimrouten, die ich jetzt nicht erzähle. Das Problem ist, also eine musst du jetzt erzählen. Komm, einen kleinen Tipp musst du geben. Also eine der schönsten ist die Alpstaats. Da trifft man auch niemanden, außer mal einen Hirsch oder ein Reh. Jetzt ist es ein bisschen ein Trend geworden in der letzten Zeit. Ich bin nicht der Einzige, der das gerne macht. Darum müssen wir das absprechen, auch mit den Pistenmacher, dass man da nicht einander ins Gehege kommt. Okay, ja, die müssen natürlich am Abend dort die ganze Läufe neu machen, frisch etc. Aber eben Nachtlangläufen, das würdest du in dem Fall empfehlen, wenn man so seinen weissen Atem sieht, eben vielleicht mal ein Tier, schön Sterne, natürlich im Engadin noch schöner, also wirklich etwas zum Empfehlen. Sehr, ja. Also für mich ist das, nach einem langen Arbeitstag, ist das etwas am Schönsten, was es gibt. Ja, wir freuen uns sehr, wir reden über das Langlaufen, über den Boom, den es in den letzten Jahren gegeben hat, über auch den Engadin Skimarathon, der ein riesiger Volkslauf ist, 13.000, 14.000 Leute, je nachdem, die da zusammen laufen. Du bist der Chef-Rennarzt seit 20 Jahren, da hat sich die eine oder andere Geschichte natürlich angesammelt und das möchten wir machen. Zuerst möchte ich aber kurz über deine Langlaufkarriere reden. Die ist schon ein Zeitchen her. Wie bist du eigentlich dazu gekommen zu diesem Sport? Weil das ist, glaube ich, ein bisschen kurios gelaufen, oder? Also ich bin eigentlich zuerst Alpinski gefahren, bis knapp 15. Und habe einmal mit 12 mal ein Schnuppertraining gemacht im Langlauf. Zu Fuss. Und ich dachte, nein, das ist nicht für mich, das ist viel streng. Und dann haben sie mich mal im Frühling gefragt. Wir haben einen sehr guten Skiclub in Domerdems, wo ich aufgewachsen bin. Und eine sehr gute Mannschaft. Jetzt haben sie mich gefragt, ob ich mal einen Clubrennen mitmachen wollte. Eine Staffel. Ich sagte, ja, okay, wenn es unbedingt sein muss. Easy, oder? Easy. Und das war die Zeit, in der man noch nicht skatet hat. Und das war so Frühling. Es war gerade so um 0 Grad gewesen und hat ein bisschen geschneit. Und dann habe ich völlig verwachsen. Und ich war der Schlussläufer. Bevor ich gestartet bin, sind wir noch gut drin. Und als ich dann ins Ziel gekommen bin, bin ich fast der Letzte gewesen. Aber ich bin ins Ziel gekommen und gesagt, das ist meine Sportart. Und habe den Alpinski auf die Seite gestellt und angefangen zu langläufeln. Also das Rennen, wenn ich dich richtig verstehe, ist komplett in die Hose, völlig verwachst. Du hast wahrscheinlich bist fast gestorben, weil es so anstrengend war dementsprechend. Und trotzdem hast du gesagt, das ist meine Sportart. Warum? Genau. Ich bin ins Ziel gekommen, das ist jetzt so etwas Cooles. Und was noch, das war Ende Winter gewesen. Das heisst, ich bin dort zuerst mal auf der Langlaufski und habe dann angefangen zu trainieren. Und im Club, seit im Bündner Skiverband, hat es immer so ein Testrennen gegeben in der Sommersaison. Ich habe dort mitgemacht und keine Ahnung von Langläufeln. Und beim Berglauf bin ich gewonnen und im Rollski bin ich Zweiter geworden. Und dann bin ich im Bündner Skiverband gekommen und habe keine Ahnung von Langlauf.
Und hast es dann aber durchgezogen? Und das muss man vielleicht ein bisschen sagen, oder? Jetzt haben wir da Haufen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht eben 3-4 Mal pro Saison oder vielleicht auch 10-12 Mal langlaufen gehen. Da hat es einen Haufen Leute, da hat es einen Beizen nebendran, man kann die neuesten Ski kaufen und alles. Es ist richtig ein Langlaufland, die Schweiz. Damals absolute Randsportart. Ja, und das hat mir eigentlich auch gefallen. Das heisst, man hat auch das gemacht, was man gerne gemacht hat. Und ich weiss auch, ich bin ins Gymnasium, dann zu Chur, in die Kantonsschule. Und nach der Kantonsschule habe ich daheim gesagt, jetzt werde ich selbstständig, jetzt gehe ich ins Engadin. Und bin dann ins Engadin gekommen und seitdem bin ich im Engadin. Und wenn man da früher im Wald rumgelaufen ist oder sich bewegt hat, ist man fast allein gewesen. Und jetzt lebt der Wald. Und das ist super, es bewegen sich alle. Und das finde ich. Es ist richtig etwas los cool. Auf den Langlaufläufen. Ja. Also, und da bist du voll in den Langlaufsport eingestiegen, oder? Und, und hast offenbar relativ schnell gemerkt, hey, ich bin da konkurrenzfähig und so. Wie ist es denn gegangen? Ist das nächste eigentlich schon fast ein Olympisches Spiel gewesen? Ist das ein Durchmarsch gewesen? Oder hast du dann wirklich müssen dir das so richtig aneignen? Nicht, also, die Idee war, dass ich, das habe ich auch daheim gesagt, den Eltern, jetzt gehe ich 2 Jahre ins Engadin und dann fange ich dann mit dem Studium an. Und aus diesen 2 Jahren sind 8 Jahre geworden. Und das Gute war, an dieser Zeit hat SC Alpine Samoritz einen sehr, sehr guten Skiclub gehabt. Die haben mich auch eingeladen, die haben mich auch finanziell ein bisschen unterstützt und eine gute Lücke mit dem Judge und Guidon, mit der Evi Kratzer. Und dann hat das eigentlich ganz, ganz gut funktioniert. Also, und seitdem ist Langlauf am Boomen und Boomen und Boomen. Oder du hast unter anderem dazu beigetragen, dass du eben Olympiamedaille geholt hast. Heute ist das nochmal ganz anders. Mhm. Haben wir einen Dario Colonia, wo man glaube ich schon sagen kann, ein Superstar ist in der Schweiz, ist jetzt natürlich zurückgetreten. Mhm. Aber immer noch so, wie hast du die Entwicklung von dem Langlaufen mitverfolgt? Also, erstens ganz nach, weil ich erstens am Ball war und zweitens bin ich auch lange verantwortlich für den Stützpunkt Oberengadin. Langlauf Nordisch und Biathlon. Und das meine, wo dann der Dario gekommen ist und durchgestartet ist, das war für mich der Roger Federer von der Langläufer. Klar. Und er hat das absolut top gemacht. Und die Bewegung merkt man eigentlich immer noch. Dass das eigentlich immer noch auf. Das kommt immer mehr drauf. Genau. Biathlon kommt auch immer mehr, ist auch ein Teil davon, Langlaufen. Da gibt es auch dort wieder Zentren und so. Also das ist sicher auch ein Teil, der zu diesem Boom beiträgt. Und wir haben jetzt sicher einen Haufen Hörerinnen und Hörer, die sich denken, wow, das will ich jetzt auch mal machen. Oder für wer ist Langlaufen etwas? Für alle. Für alle? Also für alle. Muss man nichts Körperliches mitnehmen? Also je fitter dass man ist, je besser geht das. Aber auch da vielleicht eine Geschichte. Wir haben einmal in einem Weltcup-Finale in Kanada einen Mann getroffen. Der war 106-jährig. Und das ist der Jack Rabbit, hat man ihm gesagt. Das war ein Norweger, der ausgewandert ist nach Kanada und den Langlauf nach Kanada gebracht hat. Und der hat dort das Weltcup-Final besucht, hat eine Rede gehalten vor 300 Leuten, glasklar im Kopf. Und am nächsten Tag ist er auf den Langlaufski mit 106-jährig. Und das Herzige war, er ist mit der Tochter gegangen und die war auch schon über 80 gewesen. Und okay. Ich weiß heute noch nicht, wer gestützt hat, aber darum sage ich, Langlauf ist für alle. Okay, also das ist wirklich so ein breiter Sport, ein Massensport, den man betreiben kann. Und da möchten wir jetzt ein bisschen reingehen. Wir möchten darüber reden, wie man da einsteigen kann und vor allem, wie man sich gut auf die Saison vorbereitet. Vielleicht kurz vorweg, um eben so ein bisschen die Faszination rauszuholen, die auch du hast. Du hast mal in einem Interview mit dem SRF gesagt, mich fasziniert einfach der Bewegungsablauf. Mhm. Oder? Und jetzt Leute, die nicht so Ahnung von Sport haben, denken, ja, Stück und Ski und gehst da so ein bisschen an und so. Was ist denn so faszinierend an einem Bewegungsablauf? Also für mich ist das wie Tanzen auf gefrorenem Wasser, Langlauf. Und wenn man sieht, jetzt der Start von einem Ski-Marathon, das ist von Bewegung her so etwas Schönes. Und darum wäre es auch gut, wenn man anfängt, dass man vielleicht, dass man mal vielleicht 1-2 Stunden nimmt, bis man merkt, wie man es machen sollte und dann kann man sehr viel selber machen. Okay, also das ist schon mal ein erster Tipp, oder? Es gibt Langlauflehrerinnen und Lehrer eigentlich in allen grossen Tourismusdestinationen und manchmal gibt es ja auch noch Leute da und dort an einem Berg, wo einfach ein bisschen höher gelegen ist. Das heisst, man muss einen Kurs machen. Würde ich jedem empfehlen. Warum? Man kann viel falsch machen und wenn man sich das angewöhnt, ist es schwieriger, um sich dann wieder entwöhnen oder um es nachher richtig machen. Darum soll man es gerade am Anfang richtig machen, wenn es geht. Und ich empfehle das auch den ambitionierten, guten Läufer,
dass die Anfangswinter vielleicht einmal ein, zwei Stunden nehmen bei einem Spezialist. Was lernt man denn dort genau, wo man sonst, heutzutage gibt es YouTube oder gibt es hunderte Videos etc. Was lernt man dort vielleicht noch mehr, wenn man eine Lehrerin oder Lehrer hat, als wenn man jetzt selber sich versucht, das beibringen? Also und wir reden jetzt immer vom Skating, wenn wir vielleicht sagen, das ist ja deutlich schwieriger, als wenn du jetzt normal in der Spur laufst, oder? Es ist beides nicht ganz einfach, wenn man es richtig will machen. Gut. Lass ich mich gerne korrigieren vom Olympiamedaillengewinner. Und in der normalen Langlaufschule, wenn du anfängst und jetzt das Ziel hast, dann deinen Skiermarathon, fängst du eigentlich mit klassisch an. Okay. Weil das Geheimnis vom klassischen Skate ist genau das Gleiche. Es ist das Gleichgewicht und der Schwerpunkt. Und Technik ist das eine, das richtige Material ist das andere. Das heisst, man kann sich da ganz viel Gutes tun, wenn man auch das richtige auf das Körpergewicht und auf die körperlichen Voraussetzungen Material hat. Also, wir sind jetzt kurz vor der Wintersaison, das vielleicht einmal ein erster Tipp. Eine Stunde nehmen ist sicher nie falsch. Eben alternativ, wenn man vielleicht jetzt gerade kein Geld für das hat. Auf YouTube gibt es sicher auch gute Varianten. Ausrüstung kann man mieten oder auch direkt kaufen oder auch Occasion. Das Zeug funktioniert wunderbar. Und dann geht man zuerst mal auf die Loipen drauf. Und dann werden wahrscheinlich alle so ein bisschen den Fehler machen, wie ich gemacht habe, wo man zuerst mal skaten geht. Man versucht extrem viel aus den Armen zu machen, oder? Weil man hat den Druckpunkt auf der Ski noch nicht. Man kann noch nicht angeben und Schwung aus den Beinen raus kreieren. Ist das so der klassische Fehler, den die Leute am Anfang machen? Das ist einer der häufigsten Fehler eigentlich. Und darum eben auch hier der Vorsatz, dass man sagt, ich nehme ein, zwei Stunden, oder kann auch länger sein, kann auch mal eine Woche sein, bis man merkt, in welche Richtung das es gehen sollte. Also, es gibt so die paar klassischen Fehler, die kann man mit dem Lehrer ausbügeln. Und daneben, was man natürlich kann machen, bevor man jetzt auf den Schnee geht, kann man an der Kondition arbeiten. Oder man muss fit sein für das Langlaufen. Wie hast du das gemacht? Also, es gibt so einen Ausdruck, der gute Langläufer wird im Sommer gemacht. Das Gute ist, beim Langlaufen, man braucht jeden Muskel. Das heisst, man braucht den ganzen Körper. Dann ist jede Bewegung, die man macht im Sommer, hilft eigentlich im Winter auch für den Langlauf. Das heisst, man kann schwimmen, man kann Mountainbiken, man kann wandern, man kann mit den Stöcken wandern und. Und da gibt es eine gute Anekdote, wenn wir beim Mountainbiken sind. Und zwar bist du einer von den Ersten, wahrscheinlich im ganzen Kanton Graubünden, der mit dem Mountainbike im Sommer trainiert hat. Und ich muss schnell nachschauen, es hat damals irgendwie Geländefahrrad oder so geheißen. Also es war noch nicht mal ein Ding, das Mountainbike. Das war ähnlich schwer wie heute die E-Bikes. Das heisst, es war fast 20 Kilo schwer gewesen. Und heute sind sie ja knapp 10 Kilo. Und wir haben die gekriegt von einer Firma, die es gesponsert hat. Ist nicht zu töten gewesen, das Velo. Und dann sind wir natürlich wie jeden Berg rauf, wo es gegangen ist. Und das ist, dann zumal hat man das überhaupt noch nicht kennt. Der Vorteil dann zumal war, wir sind praktisch die Einzigen gewesen. Dann hat es auch kein Problem gehabt. Oder in der Boom kam, ist, hat es Diskussionen gegeben, wie es jetzt auch geht mit den E-Bikes. Und wie muss man sich die 20 Kilo Geländefahrräder vorstellen von damals? Ich nehme an, noch keine Federgabelung und noch keine gute Bremse. Und wie muss man sich die vorstellen? Also es ist ein Stahlvelo gewesen. Okay. Von der Firma Peugeot, die machen, ich glaube, so ich weiß kein Velo mehr. Ja. Und man hat auch von der Gänge her ist lange nicht das gewesen, was jetzt war, aber durch das, man körperlich ein bisschen besser unterwegs ist als jetzt, hat das auch gut funktioniert. Also, das war eine gute Alternative zum Training. Dann habt ihr ja im Sommer als Erste in dem Fall in der Höhe natürlich auch, oder? Ist immer gut, Höhentraining im Langlauf, eure Kondition geholt. Ich habe auch gehört, ihr habt sonst noch irgendwie spezielle Trainingsmethoden gehabt. Ich glaube, du bist immer auch so ein bisschen einer gewesen, der das andere gesucht hat, um sich vorzubereiten und so. Was hast du denn da noch alles gemacht? Also eben, wir haben fast alles gemacht. Wir sind die Lifttrasse aufgesprungen, wir sind eben schwimmen, biken, Velofahren und. Das Gute ist beim Langlaufen, man braucht zwei Stück. Man braucht zwei Ski, man braucht einigermaßen Ausrüstung und dann ist man dabei. Oder? Es ist etwas, wo man relativ schnell in das Ganze einsteigen kann. Dann nimmt man mal eine erste Stunde, dann geht man dort, dann verbessert man sich mal und dann hat man mal so ein gewisses Grundtempo, dass man laufen kann. Was sind die nächsten Schritte, wie man sich schnell weiter verbessern kann? Lohnt es sich am Konditionellen zu feilen oder soll man in Technik investieren? Beides. Es macht eigentlich nur Spass, wenn man es... Ich habe viel auch Langlaufunterricht gegeben. Und ein Ausspruch war, ein Langlaufer muss eigentlich ein fauler Kerl sein. Das heisst, er muss mit so wenig Kraft wie möglich so schnell vorwärts kommen. Und das kann man nur machen, wenn man eine gute Technik hat. Also Technik ist eigentlich A und O. Und dann kommt das Material.
Jetzt gibt es sogar Diskussionen, vor allem im Wachsbereich, auch bei der, im Winter wegen dem Flur. Genau. Und. Aber da gibt es noch ganz andere Sachen, wo man darauf achten muss, dass man für sein Gewicht und seine Kondition den richtigen Ski hat und das richtige Material. Und Kondition ist eine Grundvoraussetzung. Je besser, dass ich konditionell zu Weg bin, je mehr Spass macht es mir auch. Und bei der Technik ist es eben fies, oder? Das ist so ein bisschen wie im Golfen ist auch so ein spezieller Bewegungsablauf, oder? Wo man über hunderte Mal abschlagen muss, versuchen, dort dran herzukommen. Habe ich jetzt persönlich noch nie gemacht. Aber erzählen wir all die Golfer immer und so. Machst du dem Fall Golf gut? Und beim Langlaufen ist es auch so, oder? Ich merke, dass wenn ich mit meinem Vater auf die Loipe gehe, der doch ein Stück älter ist als ich, der bald pensioniert wird, der zücht mir davon. Weil er es einerseits mehr macht und sicher auch konditionell gut ist, aber er macht es mit der Technik. Wo liegen die Nuancen in der Technik? Also technisch ist absolut entscheidend. Das sieht man auch bei den Weltcupläufern. Auch dort gibt es Nuancen, die unterschiedlich sind. Und dann sieht man auch die, die technisch absolut top sind, dass die auch vorne dabei sind. Aber weißt du, ist es eben zum Beispiel, dass man immer schaut, dass man den Ski genug gleitet führen oder dass man eben mit den Armen die richtige Technik hat? Wo kann man in dem Sinne am Anfang am meisten Prozent rausholen? Also am meisten mit dem Gleichgewicht. Das heisst eben, habe ich vorhin gesagt, Langlauf ist eine Frage vom Gleichgewicht oder wo der Schwerpunkt ist. Das ist im Alpinen genau das Gleiche. Und wenn man das im Griff hat, dann kommt die Technik noch ganz schnell. Also ganz schnell. Also es ist eine Übungssache. Und da kommt es immer auch darauf an, was ich für Ambitionen habe. Ich wollte sagen, weil jetzt immer noch nicht draussen ganz. Genau, aber cool. Also man merkt, das Langlaufen, das ist etwas, wo man einsteigen kann und wo man aber auch definitiv sich ein bisschen Hilfe holen soll, um dort vorwärts zu kommen. Und dann ist man da am Anfang Winter unterwegs und sollte ein bisschen aufpassen, weil auch beim Langlaufen gibt es Verletzungen. Wir sind hier in der Klinik gut, das hat auch einen Sinn. Was sind häufige Verletzungen beim Langlaufen? Es gibt vor allem von Anfängern, die stürzen häufig, beim Alpinen auch, häufig aus dem Stand. Und dann kann es Brüche geben bei den Unterarmen, den Oberarmen und Schultern. Das sind also das heisst, wenn sie stehen, gehen sie um? Zum Teil, ja. Aber okay. Wenn man es neben noch nicht so geübt ist. Oder häufig auch bei wenig Tempo. Und wir haben jetzt im Langlaufbereich vom prozentual her viel, viel weniger Unfälle, viel, viel weniger schwere Unfälle als im alpinen Bereich. Aber es gibt es auch hier. Durch das, dass viel mehr die Sportart ausführen. Also das ist interessant, oder? Das heisst, bei den langsamen Geschwindigkeiten ist es eigentlich gefährlicher. Eben, da kommt wieder das Gleichgewicht nicht mehr ins Spiel. Was muss man denn beachten, dass einem so etwas nicht passiert, jetzt vielleicht gerade am Anfang? Eben, man soll probieren, dass man, was ich vorhin gesagt habe, dass man vielleicht dann mit jemandem das macht, was er schon gemacht hat und die dann anleitet. Und die ersten Versuche einfach sich Zeit nehmen. Wenn ich das Gefühl hätte, ich muss jetzt acht und fertig los und gehen und dann... Genau, weil das oder wenn man so ein bisschen drauf setzt, das kenne ich von mir selber möglicherweise, dass wenn man dann mal so ein bisschen Skating-Technik hat, kriegt man noch recht in Tempi. Kannst du vielleicht da etwas erzählen? Also vor allem auch bei Abfahrten und so, ist es dann nicht ohne, je nachdem. Ja, es gibt ja auch jetzt Geschwindigkeitsmessungen beim Langlaufbereich und je nach Abfahrt hat ja auch 60 bis 80 Stundenkilometer drauf. Was muss man bei so Abfahrten beachten? Oder 60 bis 80 km/h? Oder das ist so, wie man mit dem Auto auf einer Landstrasse fährt. Das ist eigentlich Wahnsinn, oder? Was gibt es da für Tipps vom Olympiamedaillengewinner? Auch da, dass man lieber langsamer runterfährt, anstatt dass man das Gefühl hat, jetzt mal Vollgas. Also Stemmbogen ist ja noch schwierig. Ja, ja. Nein, es geht gut. Okay. Man kann auch einen einseitigen Stemmbogen machen in der Spur, das geht echt gut. Also lieber zu weniger schnell, als sich zu überschätzen. Also das heisst, wenn man mal den Speed hat, ist es schwieriger, wieder rauszukommen, oder? Wobei eben, wenn die Verhältnisse gut sind, also wenn man Pulverschnee hat, dann kann man eigentlich gut unterwegs sein und ist auch kein Problem zum Bremsen. Klar, das muss man vielleicht noch kurz erklären. Das finde ich einen super Tipp, weil das hätte ich auch schon fast wieder vergessen. Also einseitiger Stemmbogen heisst, man ist mit dem rechten Ski zum Beispiel in der Spur und links tut man anwinkeln, wie so Stemmbogen, Pizza machen, wie wenn man Skifahren geht. Genau, das und dann hat man eigentlich eine Kontrolle auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann man gut bremsen. Wir haben es jetzt vom Durabfahren gehabt, eben gefährlich. Darauf ist die Verletzungsgefahr nicht so gross, wenn wir es von dem her anschauen. Darum gehen wir dort rein. Was muss man darauf beachten? Weil manchmal gibt es Anstiege, oder, wo es irgendwie nicht gerade pfeifen gerade darauf geht, aber recht steil ist. Was gibt es da für Tipps vom Profi? Aber langsam reingehen.
man holt das Tempo holt man nicht im Anstieg, das Tempo holt man vorher und nachher. Also, wenn man das Gefühl hat, man kann die Wand schnell zack, zack, zack raufgehen, das ist ein Fehler. Genau. Das heisst, man geht dort langsam rein und versucht sich dort herzuholen. Ja, machen wir den Bogen von den Verletzungen noch fertig. Wer verletzt sich häufiger? Wer ist da öfter bei euch im Spital? Sind das wirklich die Anfänger oder sind es Profis, die dann eben je nachdem, wenn sie sich für das Rennen vorbereiten, Kopf und Kragen riskieren oder auch Halbprofis, die das fast professionell machen? Also häufiger sind es die Anfänger. Und je nachdem gibt es auch solche, wo, das gibt es in jeder Sportart, wo das Gefühl haben, jetzt muss ich ans Limit oder ein bisschen drüber, dann kann es das auch gehen. Aber das ist eigentlich eher selten. Okay, und wie würdest du es einschätzen, so im Verhältnis zum Ski Alpin, oder? Wo, ja, kann man schon sagen, nicht eine Risikosportart ist, aber eine Haufen Verletzungen hat, oder? Wie ist dort so ein bisschen das Verhältnis Verletzungen, Langlauf und Ski Alpin? Das sind 90% Alpin und 10% Nordisch. Ja. Okay. Also, vielleicht gar nicht eine schlechte Wintersportart zum Anfangen, falls ihr einsteigen möchten. Man kann ja beides kombinieren. Man kann ja beides kombinieren. Oder? Vor allem, wenn man da im Engadin aufwächst, gibt es die, die am Morgen zuerst gehen, joggen, dann gehen sie Skifahren, dann gehen sie langlaufen, am Abend spielen sie Curling und dann haben sie noch Eishockey-Training. Genau so ist es. Oder das ist ein der normale Engadiner Weg. Genau. Reden wir über den Engadin-Skimarathon. Das ist ganz interessant. Schon seit 20 Jahren bist du dort der Rennarzt, der Chefarzt, der muss schauen, dass da die Sicherheit gewährleistet ist. Bei dem Volkslauf über 13.000, 14.000 Läuferinnen und Läufer aus der ganzen Welt, kann man schon sagen. Was fasziniert dich an dem Job, dass du das schon so lange machst? Ja, man, das ist ein dringend in Skimarathon, ist der, das Langlaufrennen in der Schweiz. Und wenn man das vor der Haustür hätte, muss man das unterstützen. Und ich finde das ein absolut cooler Anlass. Und bin da sehr, 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 sehr gerne dabei. Was ist deine Aufgabe dort? Also ich koordiniere den Rettungsdienst. Das heisst, wir haben etwa fast 100 Leute auf der ganzen Loipe. Wir haben alle 5 Kilometer haben wir eine Station mit Samariter, mit einem Notarzt oder einem Hausarzt. Wir haben 5 Ambulanzen unterwegs sind. Wir haben einen Regenhelikopter, der nur für den Engadiner parat ist. Wir haben 5 Skitöpfe, wo mit der Mannschaft drauf ist und. Also, und jetzt stelle ich mir vor, jetzt ist Vorabend vor dem Rennen, oder? Und du bist daheim und du weißt, all die Leute schaffen morgen für dich, all die Läuferinnen und Läufer, wirklich vom blutigsten Anfänger bis zum Dario Colonia, so ein bisschen die Stufe, steht am Rennen. Wie hoch ist der Puls am Abend vor dem Rennen bei dir? Der ist immer sehr hoch. Weil es sind 13.000 Leute und man hat auch Verantwortung. Man weiß, dass man ein gutes Team hat. Und das gibt einem auch eine gewisse Ruhe. Aber es kribbelt schon jedes Mal. Und wir haben immer am Morgen um 6 Uhr die letzte Sitzung mit dem OK, um zu sagen, go or no go. Es ist natürlich immer go. ist klar, ja. Nein, es ist immer spannend. Und ich bin immer froh, wenn es gut durchgegangen ist. Eben. Da sind all die Läuferinnen und Läufer unterwegs. Da gibt es die Verletzten, die wir schon angesprochen haben. Das ist klar. Oder eben die Anfänger, die stürzen, wo vielleicht auch einfache Verletzungen sind, mittlere Verletzungen. Und dann muss man aber schon sagen, bei so vielen Leuten gibt es auch schwere Verletzungen und das kann sogar bis zum Tod gehen. Haben wir auch schon gehabt. Eben sind, wenn man sich das vorstellt, es sind 13.000 Leute, die laufen. Das ist auf 1800 Meter. Also, ja, genau. Es ist eigentlich eine kleine Stadt, die da unterwegs ist. Oder? Das sind 13.000 Leute, die sie mitnehmen. Das sind 40.000 Leute, die da sind. Und das ist wie eine Kur eigentlich. Und da kann alles passieren. Eben, es sind schon Leute gestorben. Was ist das? Ein Herzversagen oder eine schlechte Vorbereitung? Oder also, was sind das für Fälle gewesen? Die kritischen Fälle sind praktisch alles Herzprobleme gewesen. Okay, und das ist, kann man aber nicht sagen, das ist einfach, weil sie schlecht vorbereitet gewesen sind oder konditionell nicht dort gewesen sind oder ist schwierig zu sagen im Nachhinein. Also wir tun das immer analysieren nachher, wo ist das Problem gewesen und häufig ist es eigentlich schon das Problem gewesen von dem, wo dort dann stark gegangen ist. Vielleicht hätte ich nicht sollen gehen. Also es hätte mal einen Fall gegeben, wo wir dann nachher die sogenannten Jubiläers sind die, wo jeder Marathon mitgemacht hat, bis wir gemerkt haben, dass Jubiläers auch immer älter werden. Und dann hat einmal ein Jubiläers Problem gehabt, weil er das Gefühl hatte, wenn ich jetzt den Lauf nicht laufe, dann gehe ich aus der Rangierung raus. Und dann haben wir gesagt, jeder, der mehr als 40 Marathon gemacht hat, wird Jubiläer. Zum da den Druck nehmen. Ja, okay. Und das probieren wir eben mit den anderen Fällen auch. Ja,
Genau. Und eben, das sind jetzt Extremfälle gewesen, die ich da erzählt habe, oder? Wo in dem Sinne ihr auch logischerweise nichts dafür könnt, weil aus irgendwelchen Gründen hat das einfach nicht funktioniert. Aber das, was ihr in den Händen habt, dort arbeiten wir immer stark dran. Und du hast mir das vor kurzem erzählt, seit dem neuen Startprozedere habt ihr gemerkt, das hat richtig etwas gebracht. Also ich versuche es kurz zusammenzufassen. Früher hat man einfach so früh wie möglich am Start sein, damit man einen guten Platz hat, oder? Weil das sind alles ambitionierte Läuferinnen und Läufer. Und heute, in dem Sinne, dass man durch Wellen startet, ist das besser geworden. Wie funktioniert das genau? Eben, das erste Mal eingestartet bin ich als Junior. Im 78 sind alle gleichzeitig gestartet, am Morgen um 9 Uhr. Und der Grossteil, über 80%, ist schon am Morgen um 6 Uhr am Start gewesen. Also die sind 3 Stunden in der Eiseskälte vom Engadin dort gestanden. Und dann ist die Zeit gekommen, wo man die Ski vorne hergelegt hat. Und dann ist man noch in die Wärme. Und dann kurz vom Start hat man seinen Ski gesucht. Dann hat es immer wieder Leute gegeben, die die Ski nicht mehr gefunden haben. Hat's bis vor dem Boxenstart sind das vielleicht etwa 5 oder 10 Läufer, die die Ski nicht mehr gefunden haben. Und dann ist der Boxenstart gekommen. Das hat eigentlich für uns von der Rettung her schon relativ viel gebracht. Das heisst, wir haben viel weniger Fälle gehabt, viel weniger gravierende Fälle. Und jetzt seit 2 Jahren gibt es den sogenannten Wellenstart. Das heisst, das ist für die starten, noch angenehmer. Das heisst, ich kann praktisch auf meine Startzeit kann ich auf den Rhein raufgehen und dann starten. Und was sind da die medizinischen Auswirkungen gesehen? Habt ihr einfach statistisch festgestellt, dass es weniger so Bagatellenverletzungen oder Ermüdungsverletzungen gibt? Oder wie habt ihr vor allem weniger schwerwiegende Fälle. Okay. Ein Grund ist vielleicht, dass die Leute im Allgemeinen ein bisschen fitter sind als vielleicht noch vor 10 Jahren. Das ist sicher der Fall, aber auch es gibt viel weniger Hektik. Und wir haben das auch so interpretiert, dass wir durch das neue Startprozedere, dass das ganz viel Druck nimmt von den Läufern und durch das, dass wir auch weniger Fälle haben. Es leuchtet auch in dem Sinn ein, ist eigentlich eine logische Konsequenz, ist eine gute Sache, dass man das gemacht hat. Und eben, dann geht es los zu rennen. Gehen wir mal noch in so ein Rennen rein, oder? Da bist du der Chefrennarzt, bist du da irgendwie im Helikopter oder auf einem Ski oder wie verfolgst du das überhaupt mit? Nein, ich bin am Start, immer am Morgen um 5:30. Ich bin am Start, bis der Letzte gegangen ist. Und dann verschiebe ich mich ins Zielraum, also mit einem Rettungssanitäter, mit einem sogenannten Noteinsatzfahrzeug, wo wir alles dabei haben. Und dann am Ziel warte ich dann, bis der Letzte kommt. Okay. Also du bist wirklich der dort dann noch schaut, dass auch der Letzte noch sicher ins Ziel reinkommt. Genau. Okay. Und wir sind mit den Ambulanzen sind wir so eine mobile Einheit, also wenn irgendetwas ist, dass wir sofort an den Ort hergehen können. Und hat es schon Jahre gegeben, wo irgendwie praktisch nichts los war und dann Jahre, wo vielleicht Bedingungen ein bisschen schwieriger waren, wo nicht mehr gewusst hast, ob du überhaupt genug Leute herkriegst? Also wir haben vor 9 Jahren, glaube ich, so einen Fall gewesen, wo es im Vorfeld schon geheißen hat, es wird kalt am Sonntag. Und es ist das erste Wochenende im März. Das ist auch schon langsam Frühling im Unterland. Aber dort oben haben sie Windböen gemolden. Und in den Windböen mit dem Windchill kann das bis minus 30, 35 Grad sein. Ja. Wir haben dann im Vorfeld haben wir jeden angeschrieben mit einem SMS, dass das vorfallen könnte. Und alle informiert. Und haben dann morgen um 6 Uhr die letzte Sitzung gehabt. Und dann war es minus 11 Grad. Gewesen. Und gesagt, müssen wir starten lassen. Und dann etwa 5 Minuten vor dem Start vom ersten Feld ist der Wind gekommen. Und wir haben in diesem Jahr fast 400 Leute rausgeholt. Wo Erfrierungen oder kurz vor Erfrierungen? Wo erschöpft waren und. Und da sind wir ziemlich an die Grenzen gestossen. Das muss man sich vorstellen, oder? Es ist vielleicht vielen Leuten nicht bewusst. Viele Spitäler sind schon überfordert, wenn 2-3 Dutzend Leute kommen, oder? Es ist nicht ausgelegt für Massen. Und eben, ich nehme an, logischerweise ist das bei euch auch so, oder? Das eine ist gewesen, eben logistisch, wie bringen wir die Leute vor Läupen an einem warmen Ort. Und da haben wir das Glück mit dem Engadin-Bus, dass wir da sehr gutes Agreement haben. Das heisst, die können den Notfallbus zur Verfügung stellen. Wohin geht's der Bus? Das ist der erste Schritt. Genau, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Was sind dir noch für Erinnerungen? Oder eben 20 Jahre, das ist so lang. Oder was gehen dir für Bilder und für Geschichten durch den Kopf eben bei all deinen Rettungseinsätzen oder vielleicht auch einfach als Beobachter von dem Rennen, was es für dich so speziell macht? Also verschiedene Sachen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Eben ein Beispiel, das, was ich vorher gesagt habe, wo wir gesagt haben, es wird kalt. Ich habe Bilder gesehen, wo gewisse Läufer ohne Händchen unterwegs waren. Man kann nicht alles verhindern im Leben. Das Coole ist, wir haben seit 20 Jahren
fast das gleiche Team, also die Leute, die schon seit 20 Jahren dabei sind, was es für uns sehr, sehr einfach macht. Eben, das ist ein riesen Anlass und ich mache eine Sitzung im Dezember für den ganzen Anlass und ich weiß, dass es funktioniert. Das ist ein gutes Zeichen. Da haben wir ein gutes eingespieltes Team. Genau. Mhm. Und was macht das mit dir, mit denen, ich habe das Gefühl, man sieht es nicht mehr so viel, aber es gibt auch noch die, die in irgendwelchen Kostümen drin reinlaufen, die sie so ein bisschen als Party-Event nehmen. Schudert es dich da als Chef an? Nein, ich finde das super. Findest du super? Okay. Ich unterstütze das voll. Und es gibt eine Gruppe, die immer kommt und die sieht man immer. Was sind das für dich? Das sind Mexikaner. Ah ja, okay. Und ich finde das obercool. Und wie ist es denn mit denen, die völlig untrainiert an den Engadiner gehen? Sind wir mal ehrlich, die gibt es einfach, oder? Die gibt es irgendwelche Jungs und Mädels, die irgendwie einen Abend haben mit einem Haufen Schnaps und dann sagen wir, das Jahr machen wir den Engadiner. Und dann kommen die, ohne irgendwie lang trainiert zu haben. Was haltest du von dem? Also grundsätzlich ist es gut, wenn man trainiert ist. Wenn jemand jung und gesund ist, dann geht das. Kein Problem. Böse Zungen behaupten, das ist der Engadiner, ist der Engadin-Schimmerton, ist die längste Abfahrt. Das heisst, es geht von Maloja auf das Schanfoben runter. Und darum ist es eigentlich machbar. Und das kommt immer darauf an, in welcher Zeit. Wenn einer sagt, ich trainiere nicht und ich will in die ersten 2000 laufen, dann wird das nicht schaffen. Aber wenn er sagt, ich will einfach ankommen, hat man genug Zeit. Eben, und das ist vielleicht noch etwas Wichtiges, das Mindset, oder? Mhm. Wenn man merkt, dass man jetzt vielleicht jemand, der Velofahrer ist und so, aber jetzt schon nicht die beste Kondition hat, dann muss man auch im Kopf ein bisschen bereit sein und nicht versuchen, die neue Rekordzeit zu laufen, wenn ich die richtig verstehe. So ist es. Gut. Man soll es einfach geniessen. Ja, genau. Und das mit dem «Nur du Rap», oder? Das nimmst jetzt du vielleicht so wahr. Nein, das ist... Wenn man nämlich die Leute, die ins Ziel kommen, anschaut, von den Volksläufern. Also nicht nur die Volksläufer. Ja, andere, stimmt. Es hat ja vor 2 Jahren ein Weltcuprennen gegeben. Und da ist der Engadin-Ski-Marathon ist dann ein bisschen verlängert worden, hat aus 42 Kilometern 50 Kilometer gegeben. Und die Weltcupläufer haben gesagt, sie hätten noch selten so einen schwierigen 50 Kilometer Lauf gehabt. Also immer auch wieder eine Herausforderung. Genau. Und was man noch sagen muss, das will ich nicht unterschlagen, du hast halt schon so viel erreicht in deiner Karriere. Du hast den Engadiner schon gewonnen, glaube ich, 2-mal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. 2-mal, ja. Wie ist das? Der Engadin-Skimarathon, das legendärste Rennen von der Schweiz oder vielleicht sogar von der Welt, neben vielleicht Vasa und so. Wie ist das, wenn man das gewinnt, wenn man hier als Einheimischer noch durchs Ziel durchläuft? Es gibt auch zwei Seiten. Also vom Lauf her ist es natürlich absolut genial, wenn man den gewinnen kann. Als wenn man gewöhnt ist im Weltcup, ist es so ein bisschen etwas anderes. Es ist ganz eine andere Art von Wettkampf. Der Engadin ist wie ein Velorennen. Das heisst, man muss viel taktischer laufen, als vielleicht einen Einzellauf um einen Weltcup. Aber das Rennen vor der Haustür gewinnen zu können, ist natürlich schon genial. Also hast du noch Erinnerungen an den ersten Abend, wo du zuerst einmal den Engadin-Skimarathon gewonnen hast? Was hast du dort gemacht? Wie hast du gefeiert? Also ich weiss das noch sehr gut, weil da sind Kollegen dabei von mir, die gleichzeitig in der Mannschaft waren. Und der eine war der Conny Hallabarter, das ist der, den du nicht mehr kennst. Ja, sorry, ich bin mit meinen 89, ich bin jetzt jung wahrscheinlich. Das ist der, der zweimal den Wasenlauf gewonnen hat. Jawohl. Und das war eigentlich der Volksläufer in der Schweiz. Und das war ein ganz guter Freund von mir und immer noch sehr guter Freund. Mhm. Und das war immer so ein bisschen Konkurrenz. Das erste Mal, als ich gewonnen habe, ist er Zweiter geworden. Und beim zweiten Mal ist er auch Zweiter geworden. Darum ist das ein bisschen, er hat sonst hat er noch ein paar Mal gewonnen. Darum ist das eigentlich gut aufgegangen. Und sind ihr dann irgendwie hier am Abend in die Beiz gegangen und dann sind alle Freunde dazugekommen und so? Oder bist du dort voll im Athletenmodus gewesen und gerade früh ins Bett? Nein, ich weiss, beim ersten Mal bin ich noch auf die Alpinski Skifahren. Nach dem Lauf. Und haben dann denen noch zugeschaut, wo wir unterwegs waren. Und im zweiten Mal hat es ein kleines Fest gegeben. Das ganze Happening, man merkt es auch, wenn du das erzählst, du freust dich wahrscheinlich schon wieder, wenn es so weit ist. Dann im nächsten Jahr den Engadin-Skimarathon, da hast du ganze Haufen erlebt. Ja, wir sind schon fast am Ende. Es gibt noch lange zu diskutieren über Langlauf und zu reden und vor allem auch zu schwärmen über die schönsten Plätze im Engadin, wo man laufen kann oder auch sonst in Graubünden. Jetzt aber noch Hand aufs Herz, ist dir eigentlich nie eine Weile verleidet, oder? Jetzt machst du eigentlich seit dem ominösen Rennen, wo du falsch gewachst hast, bist du eigentlich Langläufer durch und durch. Hast du noch nie einmal ein Jahr gedacht, jetzt will ich mal kitesurfen oder tauchen? Oder? Das mache ich auch. Nein. Das machst du auch, ja, ist gut, okay. Nein, also ich sage das auch immer, ich verliebe mich jedes Jahr neu in die Sportart. Okay. Jedes Mal. Und das ist immer noch so. Aber warum? Was macht es denn aus für dich?
weil es für mich nicht, keine schönere Möglichkeit gibt, sich zu bewegen in der Natur. Also ich glaube, das ist der allerbeste Werbespot zum Schluss gewesen. Vielleicht noch kurz, zumal so ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer, hast du noch irgendeinen Traum, was langläuferisch noch mal willst machen? Und ich meine jetzt nicht unbedingt leistungssportmässig oder so, aber ein spezielles Rennen oder irgendwie den Nordpol durchqueren mit einem Langlaufski oder... Also das Ziel ist, dass ich das Beispiel, das ich vorhin gesagt habe, vom Jack Rabbit, dass ich im gleichen Alter auch noch mal auf die Langlaufski kann. Mit 106 Jahren. Mit 106, genau. Das wünsche ich dir von Herzen. Danke vielmals, haben wir hier bei euch dürfen sein. Sehr gerne. In dem wunderschönen Patientenzimmer. Ich kann euch echt empfehlen, falls ihr es hört, mal in die YouTube-Version reinschaut. Wir haben also noch selten so eine schöne Aufnahmelocation von Legeren gehabt. Danke vielmals, Andi Grönenfelder. Danke dir. Also, der Andi Grönenfelder, ganz eine spannende Person, eben Olympiamedaille gewonnen, Bronze, Calgary 1988, dann Rennarzt beim Engadin Skimarathon seit langem und auch Chefarzt in der Klinik Gut. Und wenn ihr jetzt so richtig das Langlauffieber spürt, dann empfehle ich euch die Folge mit dem SRF-Experten Adriano Iseppi. Die haben wir aufgenommen, einfach ein bisschen abscrollen in eurer Podcast-App. Ganz spannende Einblick, unter anderem, wie er den Dario Colonia hauteng verfolgt hat während seiner Karriere. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und auch nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heisst Allegra, der Podcast mit dem gesunden Bündnerverstand.